Und Ihnen? Danke, mir geht's auch gut. Mir geht's auch soweit gut. Ich bin heute nicht so zahlreich, aber das macht nichts. Hab heute eine sehr interessante Sache vorbereitet für Sie. Wir haben ja letzte Woche bereits ein bisschen von dem aus dem Buch von Miriam Adahan bereits gesprochen und haben versucht, ein ja, wie soll man das nennen, ein Schlüssel zu verschiedenen Sachen zu finden, die uns das uns besser fühlen lässt. Und diese Woche wollen wir dort im Prinzip damit ein bisschen weitermachen, wobei diese Woche habe ich den Shiur so genannt: Sind deine Gedanken genauso koscher wie dein Essen? Okay? Ein paar psychologische Begriffe, die wir vorerst klären müssen, um dann zu verstehen, was das tatsächlich bedeutet und was das mit Kindererziehung zu tun hat. Okay? Also, stärkende Gedanken sind Gedanken, die einen Menschen gut fühlen lassen, und schwächelnde Gedanken sind die Gedanken, die einen Menschen eben nicht gut fühlen lassen, einen Menschen herunterziehen. Wir werden gleich versuchen, auch hier ein bisschen herauszufinden, was diese Gedanken sind, auch anhand ein paar praktischer Beispiele. Anita, was schätzen Sie? Wie viele Gedanken hat ein Mensch während des Tages? Das ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber... Okay. Was schätzen Sie? Wie viele? Hundert Gedanken am Tag, okay, interessant. 500. Ah, 500, okay, 500, okay. Bietet jemand mehr? Ah, das ist Martin und Helmut. Gleich fragen wir den Daniel Biomin hat gesagt Millionen, okay, okay. Wer gibt mehr? Martin, Helmut, haben Sie sich schon eingeloggt? Ja. Haben Sie meine Frage gehört? Helmut, haben Sie meine Frage gehört? Nein, die Frage habe ich nicht gehört. Ah, okay. Wir reden gerade über positive, über gute Gedanken, über stärkende Gedanken, über schwächende Gedanken, schwache Gedanken. Und ich habe gerade in die Runde gefragt, wie viele Gedanken hat ein Mensch pro Tag? Was schätzen Sie? Kann man das einschränken, dass ein Gedanke ist, wo anfängt, wo aufhört? Weiß ich nicht. Machen Sie einfach eine Schätzung. Wie viele Gedanken hat ein Mensch am Tag? Ohne die Hilfe von Martha. Meine Frau weiß es auch nicht. Schätzen Sie mal, seien Sie mal großzügig, ja? Sagen Sie mal eine Zahl. Ja, das kommt drauf an, wie intelligent der Mensch ist. Ob er viel denkt oder ob er wenig denkt. Sagen wir mal, ein normaler Mensch, ein Durchschnittsbürger. Weiß ich nicht. Ich schätze mal zwischen 5 und 10.000. 5 und 10.000, nicht schlecht, Helmut. Okay. Okay. Nina, was sagen Sie? Da denkst du auch. Ja, man denkt auch. Jetzt machen wir Nina. Okay, die Nina reagiert nicht auf uns.
Ich hoffe, sie kann sich dann irgendwann mal. Also, tatsächlich ist es, dass ein Mensch jeden Tag ungefähr 10.000 Gedanken am Tag hat. Okay? Unser Gehirn ist ständig damit beschäftigt, täglich neue Informationen zu verarbeiten und die alten Informationen zu archivieren. Wenn wir das ein bisschen so vergleichen, stärkende Gedanken, Gefühl nochmal, gut, schwächende Gedanken, Gefühl, schlecht. Und eigentlich ist es der Mensch selber, der sich entscheidet, womit wir unser Gehirn füttern. Ich möchte Ihnen zuerst vielleicht ein persönliches Beispiel geben, was positive, stärkende Gedanken und schwächende Gedanken sind. Und danach möchte ich, dass Sie sich währenddessen überlegen, was für Sie stärkende und schwächende Gedanken sind und das auch dann zur Sprache bringen. Das heißt, wir machen so ein kleines so eine kleine Übung. Zuerst sage ich und dann sagen Sie, dann werden wir gucken, wie unsere positiven, stärkenden Gefühle oder schwächenden Gefühle, wie wir diese Gefühle bei uns selber erkennen können und wenn wir sie erkannt haben, wie wir sie bearbeiten können, wie wir sie verändern können. Okay, einverstanden auf so eine kleine Übung? Ja? Uns bleibt nichts anderes übrig. Sehr gut. Wenn Sie das wissen, sehr gut. Also, auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich einen Unterricht an Sie gegeben. Danach wurde ich von jemandem angerufen. Und derjenige hat mir über eine bestimmte Situation erzählt. Bei ihm war ein Paar. Und dieses Paar hat verschiedene Sachen erzählt, die mit, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, der Krieg zwischen Gog und Magog, zwischen zwei Königen, die angeblich miteinander kämpfen werden, dass zu einer Weltkatastrophe kommen wird, zu einem Weltkrieg, und da werden sehr, sehr viele Juden sterben. Also ich denke jetzt schon wieder und habe eine Frage. Gog und Magog im Alten oder im Neuen Testament? Wie auch immer. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Auf jeden Fall, diese Person, die mich angerufen hat, hat gesagt, ich habe sehr viel Angst. Ich habe sehr viel Angst in die Situation, die jetzt passiert. Sie hat auch Kinder. Ich fürchte mich, nach draußen zu gehen, mit der jetzigen Situation, auch in Deutschland, mit so vielen Arabern, mit so vielen Menschen und so weiter. Ich habe Angst rauszugehen, ich habe Angst, meine Kinder in diese Welt aufzubringen. Leidet ein bisschen an Depressionen, ein bisschen an eben diese Angst, da irgendwas zu sehen. Jetzt, ich habe natürlich versucht, sie zu beruhigen, versucht ihr zu erklären, dass alles, was in der Welt passiert, weil Hashem das so möchte. Und man muss Bitachon, also man muss Vertrauen und Glaube an Hashem haben, um diese Herausforderungen zu meistern, um diese Herausforderungen zu überstehen. Konnte sie auch ein bisschen beruhigen, aber mir ist immer noch die Frage übrig geblieben, was man denn tatsächlich in so einer Situation, in dieser politischen Lage, in dieser Weltsituation, was man darüber denken sollte, wie man darüber denken sollte. Und ich habe interessanterweise zwei verschiedene Antworten bekommen, die möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Und danach werden wir versuchen, dieses ganze Ereignis ein bisschen zu analysieren.
Auf jeden Fall, die eine Antwort, die ich heute von meinem Rabbiner gehört habe, ist eine sehr interessante Antwort. Wie antwortet man einem Menschen, wenn der Mensch solche Angstgefühle hat? Er hat mir ganz einfach gesagt, wie viele Menschen sterben in Deutschland durch Autounfälle? Habe ich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht 500, 600 Leute im Monat. Nein, weniger? Jeden Tag? Nein, Monat. Im Monat, auch weniger. Weniger, 200, 300. Ich weiß es nicht. Weniger, 100 Leute. Na, sagen wir mal 100 Leute. Ich weiß jetzt nicht die Statistik, aber sagen wir mal 100 Leute im Monat. Im Jahr wären das 1200 Leute. Hat er gesagt. Und trotzdem, dass Menschen auf der Straße sterben, in Autounfällen, setzen wir uns immer wieder aufs Neue ins Auto und fahren weiter. Das heißt, wir haben nicht die ganze Zeit Angst, dass etwas auf der Straße passieren wird und dass wir um Gottes Willen unser Leben dabei verlieren. Jetzt hat er gesagt, denken wir weiter nach. Wie viele Menschen sterben bei diesen Unruhen, durch die Araber, die in Deutschland passieren, oder durch die Übergriffe, die in Frankreich passiert sind? Wie viele Menschen sterben dabei? Ein paar Menschen im Jahr. Nicht mehr als das. Das ist nicht gesagt, dass die Situation nicht krasser werden kann. Das kann es natürlich. Aber man sollte den Menschen nicht unnötig beruhigen, vor allen Dingen in so einer Situation. Aber auf jeden Fall ist es viel weniger. Das war die eine Antwort. Das war die eine Art und Weise, auf diese Frage zu antworten. Die zweite ist ein bisschen tiefgehender vielleicht. Nicht so logisch, aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich einen sehr interessanten Yilkut Shemoyni gesehen. Ein Midrash auf den Propheten Jeschajau. Und in diesem Midrash stand Folgendes. Es ging auch um die, ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon ein bisschen die politische Lage, die politische Situation heutzutage. Und zwar sagt der Midrash, wissen alle, was ein Midrash ist? Ja? Okay. Auf jeden Fall, der Midrash sagt Folgendes. In dem Jahr, in dem sich der Moschiach, das heißt der Gesalbte, offenbaren wird, König Moschiach sich offenbaren wird, werden die ganzen Völker der Erde sich zerkriegen, sich miteinander streiten. Der König von Persien ist ja heutzutage Iran, wird kämpfen mit dem König von Arabien. Heutzutage wahrscheinlich Saudi-Arabien. Und der König von Arabien wird gehen zum König von Aram. Wir wissen nicht genau, was Aram bedeutet, was das für eine Stadt oder was das für ein Land ist. Aber auf jeden Fall, er wird sich dort eine Eize geben, er wird sich dort beraten, er wird zurückkehren. Und dann wird der König von Persien die Welt zerstören. So steht es in Midrash. Und die ganzen Völker der Erde werden schreien und werden viele, viele Zures haben, viel Leid erfahren. Und werden haben das Leiden wie von einer Frau, die ein Kind gebiert. Was wird mit dem jüdischen Volk passieren? Steht dort weiter. Das jüdische Volk wird auch sagen, werden auch Leid erfahren und werden sich fürchten, werden fragen, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Woraufhin Hashem antworten wird, was fürchtet ihr euch? Alles, was ich tue, tue ich für euch. Und dann geht der Medrash weiter. Auf jeden Fall,
vielleicht nicht das Ganze, nicht den ganzen Midrash jetzt auf einen Fuß erklären, aber das Wichtigste ist das, was ich gerade gesagt habe. Hashem wird zum jüdischen Volk sagen, alles, was ich tue, alles, was ich mache, mache ich für das jüdische Volk. Deswegen fürchtet euch nicht. Jetzt. Wollen wir mal ganz kurz diese Situation analysieren. Ich habe was vergessen dazu zu sagen. Die Person, die mich angerufen hat, hat mich gefragt, wie kann das sein, dass ihr, die orthodoxen Menschen, die religiösen Menschen, dass ihr immer noch keine Angst habt, ihr habt keine Angst, in der Kippa rumzugehen, ihr habt keine Angst, ein Bad und die Pais zu haben. Wie kann das alles sein? Habe ich gesagt, das geht darauf zurück, dass wir Bitachon, dass wir eben Glaube und Vertrauen auf Hashem haben, dass alles gut laufen und genauso wie mit dem Auto, in dem wir einsteigen und sagen, es wird alles gut sein, genauso wie hier, wir hoffen und vertrauen auf Hashem, dass alles, was er macht, macht er für das jüdische Volk, macht er für uns und deswegen wird uns nicht passieren. Jetzt, wenn man ganz kurz diese Situation analysiert, werden wir sehen, was für einen Unterschied es macht, welche Gedanken wir in uns selber projizieren und welche Gedanken wir in uns selber festhalten. Was waren die schwächenden Gedanken? Die Situation ist so, man erfährt etwas, das eine bestimmte Gefahr, eine bestimmte Gefahrenquelle ist. Man weiß nicht, was in der Zukunft sein wird. Man fürchtet sich, dass man die Kinder nicht erziehen kann, dass den Kindern irgendwas zustoßen könnte. Man fürchtet sich, in dem Land zu sein, wo man gerade lebt, weil es in Deutschland vielleicht ein bisschen gefährlicher wird, als es früher war. Das sind alles schwächende Gedanken. Und diese schwächenden Gedanken führen dazu, dass der Mensch sich selber anfängt, schlecht zu fühlen, Depressionen bekommt und dass der Mensch nicht in der Lage ist, fröhlich in der Welt rumzugehen, dieses Gefühl von Positivität zu haben. Jetzt, was wären die in der gleichen Situation? Die positiven Gedanken, die stärkenden Gedanken? Das wäre, ja, die Welt ist kompliziert. Heutzutage ist es tatsächlich, wir sehen, was mit der IS passiert und der König von Persien, der Ayatollah Khomeini und der König von Saudi-Arabien, dass sie sich ineinander in die Haare kriegen. Dass in Deutschland so viele Flüchtlinge gibt, die vielleicht auch ein Teil von der IS sein könnten. Alles kann sein. Aber wir glauben, Es stockt gerade, das Bild ist auch weg. Also, die positiven Gedanken wären dann, dass alles gut sein wird, dass man nur eben das Vertrauen und den Glauben haben sollte. Das wären die positiven Gedanken. So, jetzt habe ich meine Geschichte erzählt, die mir vor kurzem widerfahren ist. Jetzt möchte ich von Ihnen auch einige Beispiele hören, also von jedem einzelnen von Ihnen vielleicht, ganz kurz. Situation und in dieser Situation, was wären die stärkenden Gedanken, was wären die schwächenden Gedanken? Okay, mit wem fangen wir an? Eine Minimiste. Machen wir mal Nina. Danke. Oh. Ich war kurz weg, ich bin wieder da.
Okay, sehr gut. Also, Nina, stärkende Gedanken, schwächende Gedanken, bitte. Ja. Ich muss jetzt aber schon lange. Ja, Sie müssen über eine Situation nachdenken und in dieser Situation, wo Ihnen quasi, wo die Möglichkeit bestand, entweder stärkende oder schwächende Gefühle zu haben. Ja, das ist interessant. Muss das was mit Jugendkonsultation haben? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also nicht mit Antisemitismus oder so. Wie bitte? Also nicht mit Antisemitismus. Nein, muss nicht unbedingt mit Antisemitismus sein, nein. Etwas, was mit Ihrem persönlichen Leben zu tun hat, mit irgendwelchen Gedanken, die Sie haben, irgendetwas, irgendeine Situation, tagtägliche Situation, egal was. Also was mir ganz spontan einfällt, ist, wo ich sehr viel Angst hatte, dass niemand mehr leben sollte, Angst, also ich hatte vor... Also zwei, drei Wochen hatte ich einen enormen Gewichtsverlust. Ich habe so viel gegessen, dass ich enorm abgenommen habe, egal wie ich gegessen habe. Und ich habe so eine Angst gespürt, das war ganz, ganz schlimm. Ich habe niemals in meinem Leben so eine Angst gespürt. Und dann hatte ich solche Gedanken. Aber obwohl ich dann gewinnt habe, ich hatte aber keine Kraft zu beten, weil ich so viel Gewicht verloren habe, dass ich Wochen im Bett nur gelegen habe und die Buch einfach so durchgelesen habe. Ich konnte das nicht so wie man hat betet, so normal. Aber ich hatte so eine Gewichtsverlust. Und da hatte ich dort das erste Mal im Leben hatte ich so eine Angst. Da okay. Hatte ich Gedanken. Das okay. Ja, wie sind Sie da rausgekommen? Wie sind Sie aus dieser Situation rausgekommen? Ich weiß es nicht, also ich habe meine Freundin besucht in Berlin und sie ist sehr gläubig und ich habe wieder versucht, ich weiß es einfach nicht, es ist von alleine weggegangen, aber ich weiß es einfach nicht. Okay, also. Nina hat in ihrem Leben gerade vor zwei, drei Wochen das, was sie gerade erzählt haben. Das heißt, die stärkenden Gedanken, die schwächenden Gedanken waren, egal wie viel ich essen werde, ich werde nicht zunehmen. Ja. Und sich natürlich Sorgen machen, was wird in der weiteren Zukunft passiert, wenn ich nicht weiter esse? Bis zu was führt das? Und natürlich, man hat so verschiedene Gedanken. Das heißt, in diesem Moment sind das schwächende Gedanken. Die machen uns schwach, sie geben uns kein gutes Gefühl. Stärkende Gedanken in diesem Fall wären, kann alles gut sein. Zu diesem Zeitpunkt geht es mir nicht so gut. Man darf seine Gefühle nicht unterdrücken. Das heißt, man darf nicht sagen, wenn man gerade Angst hat, nein, ich habe keine Angst. Man muss sich die Gefühle stellen und man muss ganz klar vor sich diese Gefühle haben und sagen, okay, ja, ich habe Angst, ich bin zornig oder sonstige Gefühle, die man gerade hat. Der nächste Schritt, die positiven Gefühle zu entwickeln, wäre dann zu sagen, obwohl das alles das und das und das und das so ist, werde ich trotzdem versuchen, diese Situation, die positiven Aspekte zu sehen. Okay, sehr gut. Also, jetzt haben wir eine Geschichte auch von Ihnen gehört. Wer möchte weitermachen? Also, Anita oder Martha und Helmut? Also, ich fange mal an. Sehr gut. Bei der Arbeit ist oftmals schwierig, wenn man eine Arbeit nicht gern tut, aber sie muss getan werden. Und man hängt eigentlich den Gedanken nach, also muss ich die tun und warum nur und ach, die ist so furchtbar, die Arbeit und so. Dann wird es einem eigentlich immer schwerer und schwerer und man bekommt immer weniger und weniger Lust. Aber wenn man denkt, okay, sie muss gemacht werden, ich tue es jetzt und versucht Freude dabei zu haben, dann geht es einem viel leichter von der Hand.
Haben Sie mich gehört, Herr Rabbiner? Nein. Jetzt hört man Sie wieder. Okay, hören Sie mich jetzt? Ja. Okay, sehr gut. Ich habe gesagt, dass Ihr gerade gebrachtes Beispiel sehr gut dazu auch passt. Bei der Arbeit, wenn man vielleicht Stress mit den Kollegen hat oder wenn man sehr viel Arbeit hat, die man gerade, wie Sie gesagt haben, nicht sehr mag zu machen, dann entwickeln sich die Gefühle und das sind schwächende Gefühle. Ich werde es nicht schaffen, ich werde nie mit meinen Kollegen zurechtkommen und so weiter. Einerseits. Das wären die schwächenden Gefühle. Die positiven Gefühle, die stärkenden Gedanken wären, ja, es ist jetzt schwer, aber es wird mit der Zeit einfacher werden und ich werde damit zurechtkommen. Sehr gut. Okay, und vielleicht als letztes, der Martha und Helmut, haben Sie ein gutes Beispiel? Stärkende und schwächende Gedanken? Also ich könnte mich zunächst mal bei der Anita anschließen, wenn viel Arbeit vor einem steht. Man weiß nicht, bestimmte Termine und dazu bin ich im Ruhestand, bis eigentlich vieles nicht machen, was ich mache. Und trotzdem warten viele, dass ich es mache, ob ich es dann rechtzeitig schaffe. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe irgendwie Angst, wenn das, was wir jetzt hier sagen, nachher im Internet steht. Und dann kann ich nur die Hoffnung haben, dass es so ist wie vorher, dass plötzlich die Verbindung weg ist. Ich verstehe. Wir tun das Ganze sehr vertraulich. Ja? Wir behandeln die ganzen Informationen sehr, sehr vertraulich. Okay, sehr gut. Also wir haben gerade anhand von mehreren Beispielen gesehen, wie man in einer Situation entweder stärkende Gedanken, positive Gedanken haben kann oder schwächende Gedanken, negative Gefühle haben kann. Haben Sie gesehen, Benjamin hat noch was in den Chat gestellt? Ah, nein, habe ich nicht. Ich gucke mal. Konzert, es wird nicht klappen, es wird prima. Ah, okay. Sehr gut, ja. Okay, sehr gut. Ja, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, das so zu verstehen. Okay. Einer der herausragendsten chassidischen Lehrern war der Balatanya, der alte Rebbe, der Rebbe aus Lubavitch. Er hat ein sehr, sehr interessantes Buch verfasst, vor mehr als 250 Jahren. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, die Tanya. Das wird unter den Chassidim sehr, sehr oft gelesen und interpretiert. Und der nächste Gedanke, den wir mit unserem Beispiel verbinden, werde ich aus seinem Buch eben nehmen. Der Likutei HaMoharim im 28. Kapitel sagt, dass wir keine Kontrolle haben über die Tatsache, dass gewisse negative Gedanken oder destruktive Impulse in unserem Bewusstsein entstehen. Das heißt, der Likutei HaMoharim sagt, dass ein Mensch hat keine Kontrolle darüber, dass gewisse destruktive Gedanken, destruktive Impulse in seinem Kopf entstehen als Gedanken. Und wenn das so ist, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was wir denken,
über die negativen Gedanken, die wir haben, über die destruktiven Impulse, die wir haben, wenn das so ist, was bleibt uns dann übrig? Wir haben gerade gesagt, der Mensch kann entweder stärkende Gedanken haben oder schwächende Gedanken haben. Wenn aber ich einen Gedanken habe, der mich schwächt, der destruktiv ist, der impulsiv ist, wie kann ich diesen Gedanken, was kann ich mit ihm machen? Wie kann ich ihn in einen guten Gedanken, einen stärkenden Gedanken ändern, wenn ich keine Kontrolle darüber habe? Ist die Frage klar? Die Frage ist klar und kommt immer vor. Okay, was ist die Antwort? Was würde Ihre Antwort sein? Ja, man ganz einfach sagen, dass manche das positive Denken dagegen setzen, bewusst dagegen setzen. Okay, gut. Oder die Hoffnung, das Vertrauen, das Negative, das bei mir hochkommt, nicht eintrifft. Das hat mir schon ein paar Mal jetzt angedeutet heute. Okay. Sehr gut. Anita, was meinen Sie? Sich mit Dingen beschäftigen, die einem eine Freude machen, die einem positiv beeinflussen und nicht so runterziehen. Okay. Nina, was meinen Sie? Ich schließe mich Frau Hug an. Aha, okay. Gut. Also, eigentlich ist es viel einfacher, viel unkomplizierter. Es ist tatsächlich so, dass wenn ein Mensch einen Gedanken hat, einen Geistesblitz hat, der nicht positiv ist oder sogar destruktiv ist, haben wir keine Kontrolle darüber, dass wir diesen Gedanken haben. Aber worüber wir ja eine Kontrolle haben, ist, ob wir an diesen Gedanken uns festhalten und kontemplieren. Das heißt, lange über diesen Gedanken nachdenken und ihn zu einem bewussten Teil von uns werden lassen. Oder wir sagen, okay, ich habe einen negativen Gedanken. Der erste Schritt ist zu verstehen, dass man überhaupt einen destruktiven Gedanken hat. Nachdem man es verstanden hat, gibt es die Möglichkeit, entweder diesen Gedanken zu behalten und wie eine CD die ganze Zeit, wissen Sie, manchmal hat man so solche Gedanken, weiß nicht, man hat sich gerade mit seinem Arbeitgeber hat man sich gerade gestritten, von mir aus, ja. Machen wir mal, geben wir ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Man streitet sich mit seinem Arbeitgeber. Und da fängt an, der Gedanke zu kommen, ach, der Arbeitgeber, der ist das und der ist jenes und der behandelt mich unkorrekt und so weiter. Die ganze Zeit. Und das läuft wie eine CD. Das läuft im Kopf von einem Menschen wie eine CD. Was man ihm antworten würde und wie er antworten würde und so weiter. Die ganze Zeit läuft das in dem Kopf von einem Menschen. Ich sehe Anita, weiß ganz genau Bescheid, worüber ich rede. Das ist sehr gut. Das heißt, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken. Und Martha und Helmut lächeln auch. Das heißt, sie sind mit diesem Beispiel sind sie auch vertraut. Damit sind wir vertraut, ja. Jetzt, was macht man in diesem Augenblick? Jetzt diese CD immer weiterlaufen zu lassen. Das ist keine Möglichkeit. Das ist destruktiv. Damit macht man sich selber kaputt. Was kann man machen? Ich habe von einem Schier etwas sehr von Lori Palatnik. Das ist eine sehr interessante Rebbezin, die auch Schulen gibt. Ich habe von ihr gehört, dass man eine ganz einfache Technik anwenden kann,
um diese Gedanken nicht zu haben, um diese CD stoppen zu lassen. Und zwar sagt sie, man muss diese Gedanken aufgreifen und dann auf irgendeine Art und Weise mit seiner Gedankenkraft, mit seiner Vorstellungskraft wegfliegen zu lassen. Entweder man hat einen Wind und man stellt sich vor, wie der Wind diese Gedanken wegstößt. Oder ich stelle mir zum Beispiel vor, ich habe da ein bisschen weniger Fantasie, bin weniger fantasiereich, aber ich stelle mir das so vor, wenn ich gerade so schreckliche und furchtbare und dreckige und nicht dreckige, Entschuldigung, das war das falsche Wort, aber auf jeden Fall unnötige Gedanken habe, dann spüre ich das runter, als ob ich quasi gerade von dem WC zurückkomme, ja? Schlechte Gedanken, ich drücke auf den WC-Knopf und sie werden alle runtergespült. Weg damit. Brauche ich nicht. Wie auch immer man sich das vorstellt, man kann, jeder hat so seine Vorstellungskraft, wie man das sagt. Man könnte sich vorstellen, dass es mit einer Rakete wegfliegt oder runtergespült wird. Wie auch immer man sich das vorstellt, das ist im Prinzip egal, das ist jedem Einzelnen überlassen. Aber diese Gedanken, die kann man aufgreifen und weg damit. So entsteht nicht diese CD-Manövrierung. Das ist ganz wichtig. Darf ich dazu kurz was sagen? Natürlich. Wir haben bei uns bei der Lebenshilfe haben wir mal so ein Achtsamkeitstraining. Das kommt auch so aus dem Asiatischen. Und da, wie man sich bei der Arbeit konzentrieren kann, auch wenn man immer wieder Gedanken hat, die hochkommen. Und da hat unsere Lehrerin hat damals gesagt, man soll sich die Gedanken so nehmen und dann wie eine Wolke vorbeiziehen lassen, sie nicht manifestieren lassen, sie nicht annehmen und immer weiterdenken und weiterdenken, sondern einfach vorüberziehen lassen. Sehr gut, sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch eine Technik. Das sind alles Techniken, die man erlernen kann, die man aber verstehen muss, dass es diese Möglichkeit gibt, dass diese Gedanken nicht, dass diese negativen Gedanken nicht bei uns, dass wir auf negativen Gedanken nicht sitzen bleiben, dass wir sie wegscheuchen, verscheuchen, sie sollen weggehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben uns erinnert an andere Schülerin wie David Kraus. Ja. Der hier auch in den Mods mal war. Der alles eben so mit Freude und Glauben regelt, was Negatives bei ihm ist. Ein Chassid. Ein Rabbi Nachman Anhänger. Ja, ich bin zwar kein Anhänger von Rabbi Nachman, aber ich bin auch... Ja, das ist unser Bresler Rabbiner von den Mods. Das ist unser bester Rabbiner, ja. Okay, wunderbar. Unser bester Rabbiner. Ja, also ich muss sagen, wenn ich solche negative Gedanken habe, vor allen Dingen, wenn ich Angst habe, ein Angstaufkommen will, dann denke ich auch an Rabbi Nachman, der das Lied gedichtet hat, die Welt ist eine ganz schmale Brücke und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht fürchten. Und das hat mir schon sehr oft geholfen. Sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall, egal welche Technik man benutzt, wenn man sich das Lied die ganze Zeit singt, das kann man auch benutzen. Egal welche Möglichkeit man hat, man soll, obwohl die Gedanken kommen und die kommen immer wieder, diese Gedanken zu nehmen. Und nicht auf ihnen sitzen zu bleiben, sie zu verscheuchen. Positive. Vielleicht noch ein paar Beispiele von positiven und negativen Gedanken, die man haben könnte. Ein schwächender Gedanke, ich kann damit nicht zurechtkommen. Ein positiver Gedanke, ein stärkender Gedanke, ich werde das Beste draus machen, ich werde meine beste Möglichkeit leben und sogar wenn ich nicht erfolgreich bin, habe ich mein Bestes geschafft. Das sind die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, um seine Gedanken zu
um seine Gedanken zu kontrollieren. Aber die seelische Kraft, die dazu nötig ist, ist bei den verschiedenen Menschen verschieden stark vorhanden. Auf jeden Fall, gar keine Frage, dass diese Möglichkeit bei allen Menschen verschieden ist. Aber jeder Mensch ist in der Lage, seine Gedanken zuerst mal festzuhalten und zu sagen, sich selber zu fragen, ist es ein stärkender Gedanke oder ist es ein schwächender Gedanke? Sobald ich verstanden habe, dass dieser Gedanke entweder schwächend oder stärkend ist, sage ich mir, okay, möchte ich einen schwachen, einen schwächenden Gedanken, möchte ich ein negatives Gefühl haben oder möchte ich ein positives Gefühl haben? Und durch diese Entscheidung, sobald man sich entschieden hat, arbeitet man darauf. Ich wollte nur noch ein Beispiel aus dem Leben bringen, das sehr oft, dass ein Mensch sehr oft hat, das natürlich auch sehr oft mit uns zu tun hat, wenn sich ein Mensch schlecht fühlt, physisch schlecht fühlt. Das, was wir vorhin ein bisschen bei von Nina gehört haben. Da ist es wirklich sehr schwierig, sich auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Was macht man in so einer Situation? Was macht man in einer Situation, wenn es einem physisch nicht gut geht? Und wissen Sie, mein Sohn bringt immer vor Schabbat verschiedene Geschichten mit. Und in einer von diesen Geschichten hat mir sehr gut gefallen. Wenn man nach vorne schaut, wenn man ein Buch liest, dann muss man immer gucken, nicht wie viel man übrig hat, sondern wie viel man schon geschafft hat. Das heißt, immer nicht nach hinten, also nicht nach vorne schauen und sagen, oh, guck mal, wie schwierig das noch ist, bis ich zu der Spitze schaffe, sondern guck mal, wie viel ich schon geschafft habe. Und genauso, wie wir unsere Gedanken kontrollieren können, können wir auch unsere Gefühle, das, was wir sagen und das, was wir unsere Sprache und unsere Handlungen kontrollieren. Denn auch das erklärt uns der Balatanya, der Lubavitcher Rebbe, der erste Lubavitcher Rebbe, das erklärt er auch, dass der Mensch gewisse Kleidungsstücke hat, dass die Seele des Menschen Kleidungsstücke hat. Und diese Kleidungsstücke bestehen aus den Gedanken, der Sprache und den Handlungen eines Menschen. Und wenn ein Mensch einen schlechten Gedanken hat, darüber haben wir gerade gesprochen, gibt es die Möglichkeit für den Menschen, diesen Gedanken von sich wegzuscheuchen. Genauso gibt es für den Menschen die Möglichkeit, wenn ein Mensch etwas Schlechtes sagen möchte, dann kann er dieses Schlechte entweder ins Gute umwandeln oder es einfach nicht aussprechen. Das Gleiche bei den Handlungen. Unsere Eigenschaften, wenn ein Mensch zornig ist, wenn ein Mensch Angstgefühle hat, wenn ein Mensch sich in verschiedenen Gemütszuständen befindet, ist es auch ein Hinweis darauf, positiv oder negativ. Manchmal ist ein Mensch zornig. Das ist eine Eigenschaft. Man kann dieses Gefühl in einem drinnen nicht unterbinden. Man kann nicht sagen, ich bin nicht mehr zornig. Wenn man Auto fährt, ja, das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel. Man fährt Auto und der Fahrer vor einem stoppt abrupt oder macht etwas, was dir ein unangenehmes Gefühl macht. Was ist die erste Reaktion? Du und so weiter. Wollen wir das nicht weiter ausführen?
Das ist die erste Reaktion. Aber wenn man diesen Gedanken hat und sagt, okay, ich bin zornig, aber ich halte mich mit meinem Gedanken zurück und werde jetzt nicht das zur Sprache bringen, was meine Gedanken mir als erstes gedacht haben, was mir als erstes gesagt haben. Und das ist die Kontrolle. Das heißt, das, was wir lernen, ist, dass wir diese Gedanken und diese Gefühle erkennen können und mit ihnen arbeiten können. Wie fließt das in die Erziehung von unseren Kindern ein? Ganz einfach. Wenn wir die Kinder erziehen, dann müssen wir ganz klar, und das kommt auch sehr oft vor, dass man die Kinder sieht und manchmal unangenehme Gefühle hat. Das Kind antwortet einem sehr hutzbedingt. Oder man hat andere Problematiken, die man mit den Kindern hat. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es wird sich nicht verbessern. Dieses Kind wird immer weiter so machen. Das sind die negativen Gedanken, die schwächenden Gedanken. Die positiven Gedanken, es ist jetzt so, er ist ein Teenager, er wird aus diesem Alter herauswachsen. Das Wichtigste ist es, eine gesunde und eine gute Beziehung zu meinem Kind zu haben. Das sind die positiven Gedanken. In der Kindererziehung ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wir diese Gedanken haben können, dass wir diese Gedanken isolieren müssen, verstehen müssen, wo diese Gedanken da sind und dann, was wir mit diesen Gedanken weiterhin machen. Steigen wir darauf ein und lassen die CD in unserem Kopf hin und her rumspielen, bis wir keine Möglichkeit mehr haben, das aus diesen Gefühlen herauszukommen. Oder sagen wir uns, nein, wir machen Stopp. Wir geben nicht ein in unser Yetzer und sagen nicht, dass die negativen Gefühle, die schwachen Gefühle in uns einen Platz haben sollen, sondern wir sagen, wir denken positiv. Wir haben stärkende Gefühle und wenn wir das haben, dann können wir mit Gottes Hilfe unsere Kinder erziehen, uns selbst erziehen und auch mit unseren Menschen viel besser umgehen. Vielen, vielen Dank. Falls noch Fragen sind, nehme ich gerne die Fragen. Sonst sehen wir uns mit Gottes Hilfe nächste Woche am Sonntag. Vielen Dank. Das hat mich jetzt erinnert an eine Zeit, weiß nicht, wie viele Jahre das zurückliegt, 15 Jahre vielleicht. Da gab es sehr viele Bücher unter dem Hauptthema positives Denken. Mhm. Und das wurde von einer ganzen Reihe, ja, religiöser Leute auf der einen Seite vehement begrüßt, auf der anderen Seite genauso vehement abgelehnt. Ich kann mich noch gut an die Spannung erinnern, die es damals gab. Mhm. Beim positiven Denken wurde gesagt, der Mensch kann doch das nicht machen. Das ist so etwas wie eine Selbsterlösung, so wurde im christlichen Bereich argumentiert. Aber Sie sehen, das gibt es in der indischen Welt, das ist psychologisch belegt und auf jeden Fall, damit sollte man arbeiten. Also, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend und alles, alles Gute, eine schöne Woche. Tschüss. Vielen Dank, einen schönen Abend und ich wünsche uns vor allem gute Gedanken. Danke. Tschüss. Tschüss.